Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoschau im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Lohma. Mit dem Elektromotor die Umwelt schonen. Der Rhein-Sieg-Kreis und die Kreisstadt Siegburg machen es vor. Sie erhielten von der RWE Deutschland blaue Elektrofahrräder und spezielle Ladestationen. Die Fahrräder mit Elektromotoren können von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rhein-Sieg-Kreises und der Kreisstadt genutzt werden. So können sie Dienstgänge innerhalb des Stadtgebietes ohne Auto zurücklegen. Die leisen Flitzer können vor der Kreisverwaltung wieder aufgeladen werden. Bei diesen E-Bikes handelt es sich um sogenannte Pedelecs, Pedal Electric Cycles. Der Elektromotor springt nur an, wenn man in die Pedale tritt. Man braucht keinen Führerschein, um diese Elektrofahrräder zu fahren, da sie laut EU-Verordnung nur 250 Watt leisten und maximal 25 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Die RWE beabsichtigt, flächendeckend Ladestationen aufzustellen, um so den Radtourismus in der Region zu fördern. An einer Ladestation können drei Fahrräder gleichzeitig aufgeladen werden. Damit ein Akku vollständig aufgeladen ist, vergehen 6 bis 8 Stunden. Mit einer Akkuleistung ist eine Distanz von 25 bis 75 Kilometern zurückzulegen. Ältere oder körperlich nicht mehr so fitte Menschen bekommen mit den Elektrofahrrädern die Möglichkeit, wieder sportlich aktiv zu werden. Es ist geplant, dass bis 2012 rund 2,2 Millionen E-Bikes in Europa unterwegs sein werden. Weitere Informationen zu E-Bikes on Tour finden Sie unter www.rwe-ebikesontour.de.